Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Das erste Mal aus Bremen-Oldenburg mit der Baureihe 110. Wir fahren die 110 auf einem Regionalexpress in Richtung Norddeich und haben gleich Abfahrt. Türen sind schon auf und wir rüsten jetzt mal weiter auf. Wir stehen einmal auf hier vorne, drehen uns mal nach hinten zum Kasten, schalten uns die PZB an und die LZB hoch. Die Begleiterheizung gerne. Signalleuchten sind schon an. Sehr gut. Die SIFA lassen wir heute mal aus. Begleiterleuchte brauchen wir nicht. Stromabnehmer, Bremsart, hervorragend. So, dann einmal Fahrtrichtungswende, Vorwärtsstellung. Bremsschlüssel. So. Bremsschlüssel auf ein. Bremsen wir den Zug ein wenig ein. Ich glaube, das Licht. Warum bleibt das dann nicht an? Machen wir jetzt mal die Pultbeleuchtung an. Instrumentenbeleuchtung an. So. Was können wir noch machen? LED-Helligkeit. Instrumentenbeleuchtungshelligkeit auch gerne ein bisschen hoch. Leuchtmelder anzeigen gerne ein bisschen hoch. So, Leuchtmelder-Test, funktioniert das? Nee. Luftkompressors an, Lüfter ist aus. Der. Machen wir gleich an. LZB, PZB. Schleudersitz. Schleuderschutz, Schleudersitz. Hauptschalter ist drin, Stromabnehmer ist oben. Führerstandsheizung machen wir uns gerne ein bisschen an, es ist kalt. Und auch auf der anderen Seite ebenso. So. Türen schließen. Dann einmal die direkte Bremse ist gelöst, Zugbremse lösen. Und dann müssten wir eigentlich auch schon fahren können. Das wird bestätigt. Nee, wird es gar nicht. Können uns aber befreien. Und fahren mit 40 aus. Das wird aber bestätigt. Halten in 30 Kilometern erst wieder. So, mal gucken, wann die 1000 Hertz Beeinflussung weggeht. Dann vielleicht den Leuchtmelder dann doch ein bisschen runterdimmen. Jawohl, jetzt. Ah, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ja, so, jetzt kann ich auch was erkennen. So, dann mal hoch auf die 85, 50. Das war die Ankündigung auf 60. Lüfter springen wieder an. Ja, ich habe es in einem Community-Post schon mal reingeschrieben.
Es gibt jetzt in den nächsten Tagen ein paar frische Videos. Keine, die ich mir von vor, die ich vor 3 Monaten aufgenommen habe. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich aktuell wieder an meinem PC bin und die nächsten Tage dafür auch ausnutzen werde, ein bisschen hier mal neuere Videos zu liefern. Das heißt also, dass hier auf dem Kanal einige kommen werden. Das heißt aber auch, dass ich ein bisschen vorproduziere für die nächsten 2 Monate. Weil ich ab Mitte Januar wieder nicht hier bin an meinem PC, sondern erst wieder Ende Februar. Das bedeutet also, dass ich ein kleines bisschen vorproduziere und aber auch in den nächsten Tagen ein wenig neuere Videos wieder hochladen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. 3 Monate lang habe ich TSW dann nicht mehr angefasst. Und gerade hier die N-Wagen mit der Baureihe 110, das hat mich dann noch sehr, sehr, sehr interessiert. Und das ist jetzt übrigens meine erste richtige Fahrt mit der 110. Das Tutorial habe ich mal kurzhand alleine gemacht, ohne euch. 120 ab hier übrigens. Und jo, jetzt geht's mal auf die Strecke, hier in diesem etwas weihnachtlichen Ambiente mit schön viel Schnee. So, wir dürfen auch schon 120. Schalten wir mal die Fahrstufen auf. Mit dabei natürlich die ein oder anderen Mods. Die God Mode, wie immer, dass wir zoomen können bis zum Get No. Sound Update für die Endwagen. Ein Update für die 110 selbst, was so die Lichter am Führerstand angeht. Und noch viele weitere Mods, die ich jetzt mal so nach und nach wieder reingeladen habe, die so in den letzten 3 Monaten veröffentlicht worden sind. Ihr hört es vielleicht, ich bin leider ein kleines bisschen verschnupft, aber das hindert mich jetzt nicht, dann doch noch mal ein paar Videos hier aufzunehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich versuche nicht ins Mikrofon zu husten oder meine Nase zu schneuzen. Ich bitte doch auf jeden Fall um Entschuldigung, falls die ein oder anderen etwas unangenehmen Körpergeräusche auftauchen sollen. So, wir dürfen jetzt auch, glaube ich, 140 fahren. Ja. Ich denke mal, die Strecke hat zu diesem Zeitpunkt jetzt jeder auch gesehen, daher machen wir direkt mal eine Fahrt in der Nacht. Ich kriege die Lichter vorne übrigens nicht so ganz an. Also hier normal passiert. Wie ihr seht, vorne leuchtet aber nichts. Jetzt sicher.
So, 4,2 Kilometer noch. Schöner Stern übrigens hier an dieser Stelle auch zu bewundern. So, Fahrstufen ablaufen lassen. Und uns bereit zum Bremsen. Ungefähr 1,5 Kilometer. Bremsen wir mal langsam rein. Die Verhältnisse sind schlecht. Der ganze Schnee hier. Die Bremse wird schön mitgenutzt. Ankündigung auf 120. Auf jeden Fall sehr toll, dass diese Bremseigenschaften gefixt worden sind, dass die 110 nicht mehr bremst als das heißt ein Formel 1 Wagen. So, wieder auslösen, mit 60 ungefähr Bahnsteigs anfangen. Jawohl, das passt ganz gut. Und die Bremsen wieder anziehen. Bahnsteigsmitte. Jawohl, die Tür, Erinnerung, die Tür, Steuerung meldet sich da auch. Und wir sind noch ganz leicht verspätet. Tür links auf und wir steigen mal aus. Lüfter machen wir mal aus. Gehen mal in die Wagen rein. Na, ich kann gar nicht rausspringen. Tür. Ja, egal. Pardon. Ah, die Lichter im Zug. Da gab's. Ich glaube, das ist hier vorne an dem Schaltkasten, ne? Machen wir übrigens auch definitiv mal eine Mitfahrt hier als Fahrgast. Zuglichter, ein. Wagenlichter, ein. Herrlich. Diese Sitzbänke sind einfach so toll. So, die Lichter am Zug sind alle an. Dann auf geht's. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einmal die Lauf. Also. Pardon. Ich muss sagen, das DLC gefällt mir extremst gut. Jetzt hier mit den Updates, ne, die es dafür gab. Und da werden ja noch weitere Patches, glaube ich, kommen. Da ist das Ganze jetzt schon echt qualitativ hochwertig. Die 110 ist wirklich ganz, ganz toll.
So. Auf geht's. Mit 20 dürfen wir fahren. Und fahren wir nach Kuda. Und danach noch nach Oldenburg. Gucken, dass wir nicht über die 65 kN pro Fahrmotor kommen. Gucken, dass wir auch keinen Radschlupf haben. Also nicht zu viel Leistung aufschalten. So, 12 Kilometer. Geschuldet, dass wir nicht schneller dürfen. Aber der Fahrplan ist ja dafür ausgelegt. Ich muss ja sagen, als Fan alter Schienenfahrzeuge bin ich da wirklich, ja, selbstverständlich riesig großer Fan von diesem DLC.
Dörfer, irgendwelche riesigen Flutlichtlichter, pardon. So, 2 Kilometer noch. Da müssen wir mal rein. Gehen wir erstmal in die Haltemarker, hier noch irgendwie so eine Güterverladestation. Sehr schön ausdetailliert, ne? Da gehen auch noch Gleise ab. So, ein bisschen reinbremsen. Ich will mal Bahnsteigsanfang mit 60 km/h fahren. Das passt. Passt. Halten wir mal an. Nee, gut. Ich dachte, TSW möchte, dass ich bis ganz vorne ranfahre. Das ist übrigens die Gesamtübersicht einmal. So, Tür schließen. Hier im Router. Da würde ich sagen, positionieren wir uns mal hier hin. Ich hoffe, das ist die freie Kamera. Ja. Lösen die Bremsen. Jawohl. Und schalten Leistung auf. Ja, klappt. Pfeifen einmal. Ganz, ganz herrlich. Ich habe sie mir schon so lange gewünscht für den TSW. Wer länger hier zuschaut, weiß das auch. Und der Steuerwagen hinten dran. Einmal hoch auf 120 und dann geht's nach Oldenburg, straight.
Ingolstadt. Es ist ein bisschen ruhiger. Ja, so eine schöne Nachtfahrt. Ich finde das immer sehr entspannend. Und einmal hoch in die höchste Fahrstufe, Fahrstufe 28. So, und dann fährt sich das erreicht. Fahrstufe etwas runter. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es Möglichkeiten eröffnet, dass wir jetzt weitere ältere Fahrzeuge bekommen. Weil man den Wagenpark jetzt dafür hat und dann kann man da immer eine neue Lok dazu nehmen. Ich denke da an eine 141 zum Beispiel oder eine 111 oder sowas. Auch ganz interessant, die 628, die ja jetzt kommen wird für die Niddertalbahn von TSG. Die werden wir uns zwar noch mal, sie rauskommt, irgendwann angucken. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Altes Dieseltriebfahrzeug, herrlich. So, 8 Kilometer. Sind wir auch schon da. Wir müssen eigentlich nicht das Horn betätigen, die Pfeife ist mir klar, weil der Bahnübergang gesichert ist. Aber ich mache das trotzdem ganz gerne. Kurz einen Schluck Wasser.
Also wirklich ein schönes, schönes Fahrzeug. Es gefällt mir hier. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Die 60. Das müsste die Eisenbahnklappbrücke sein, ne? Hier vorne, ja. Wirklich kolossales Bauwerk. Sicherlich einer der Landmarks dieser Strecke. Vollkommen zu Recht übrigens. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr noch so Lust habt an Videos. Werde ich mal gucken, dass ich das irgendwie noch umsetze. So, halt zu erwarten. Ah, ich sehe nur blaue 155. Herzleuchtmelder geht auch gleich an. Einfach schon mal rausgeschmissen hier. Ja, dann steigen wir mal aus. Na. Na, schon übernommen. Das ging aber schnell. Toll, ganz, ganz toll. Hier eine 612er. Das sind übrigens neue Güterwagen, die auch mitgeliefert werden. Gucken wir uns mal eben an. Ich überquere mal einmal hier so die Gleise. Bitte niemals in Realität machen. Das ist nur eine Simulation hier. Ich gehe mal hier, wo es hell ist, hin. Auch schön hier dieser Übergang mit dem Schnee. Jo. Ob die interaktiv sind? Man kann schon mal aufsteigen. Gut. Ah, wusste ich doch, dass es hier irgendwie was gibt, was man machen kann. Verriegelt. Wie kann ich das entriegeln? Vielleicht von hier. Oh. Oh, pardon. Nee, noch nicht. Klappe. Kann ich das jetzt? Immer noch nicht. Ah, das liebe ich, muss ich sagen, diese Spielereien, diese Kleinigkeiten, diese Interaktivität.
Hutschart. Auf Leiter stehen. Cool. Aber ich kann nicht weiter. Einmal wieder runter. Ja, wir haben das Gewicht. Wir haben es in Auswahl. Steuerventil. Hier auch nochmal so eine Leiter. Laderaumtür. Wie kann ich sie entriegeln? Wer weiß das schon? Wir finden das auch irgendwann heraus. Gut, mit diesem wundervollen Bild, mit diesen drei Zügen hier, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe.